Niemand spielt mit mir. Ja. Guck mal, ist das nicht das Kellerkind aus Dorf 1? Ich weiß es nicht. Das ist auch vertrieben worden. Moment, die kenne ich alle. Verdammt. Sollte das jetzt so eine Drohung sein, so nach dem Motto, niemand spielt mit mir, oder? Ich glaube nicht. Mir fehlt nur noch eine Mark für das Ticket nach Destinia. Hast du eine? Nach Destinia? Na, ah, Gott. Schöner Wortstamm. Kapierst eine du Mark. Das? Hm? Kapierst du das, Destinia? Ich glaube nicht. Erkläre. Destination? Zielort? Ach so. Ja. Würde ich jetzt mal voll von ausgehen, oder? Ja. Hm. Coole Sache. Willkommen im Mühldorf! Das habe ich noch nie gesehen. Das in einem Sex, Nutten und Koks! Ja, die gibt's überall. Das ist in einem Rollenspiel am anderen Ende von vom Ortseingang die Person steht, die einen willkommen heißt. Schlecht gescriptet oder so. Irgendwie ja. Oder, aber das ist ja ein wahnsinns großes Dorf. Bist du das wieder? Ja, ja. Komm. Niemand spielt mit mir! Okay, unten geht's ja noch weiter. Moment. Hä? Ne, da waren wir schon, aber Moment, ich will jetzt wissen, ob das Kind auch nach links steht. Oh Gott, die laufen ja richtig weit. Ich kann nicht auf das Mühlrad. Ja gut, ich würde sagen, Nee, da oben gab's doch noch ein Haus, du Penner. Wie nennst du mich? Penner nenne ich dich. Boah, ich komme mir jetzt schon wieder richtig mies behandelt vor. Übrigens, es könnte sein, dass, gut, hier sieht man es vielleicht noch nicht ganz bei dieser grafischen Auflösung, aber ja, wir haben neue Aufnahmeprogramme, neue Aufnahmegeräte. Das ist ein Kanoni-Bruder. Es könnte sein, dass die Qualität auf einmal besser ist. Schon meine 23 Brüder kennengelernt, ey. Alter, die kommen und verkloppen dich. Sehen auch alle aus wie Zwillinge. Schon meine. Oh nein, haben wir schon. Ja, das hatten wir. Ja, sehen alle gleich aus. Also, wenn die alle gleichzeitig durch die Welt kamen, stelle ich mir das ziemlich kompliziert vor. Da hatte jemand einen großen, großen Bauch. Suse. Die Kanonen sind ja so süß. Da habe ich gleich alle geheiratet. Boah, Alter. Was zur Hölle. Die hat auch Mühldorf irgendwie... oder was, ey. Ach du Scheiße. Die passen hier doch gar nicht rein. Das sind nur zwei Betten. Also, wie kann man denn 23 Kerle gleichzeitig heiraten? Also ich finde es ja voll okay, wenn ein Mann fünf Frauen hat. Aber sogar 24? Ja stimmt, 23 Brüder, ne? Ach du Scheiße. Die hat ein Problem. Wie viel haben wir inzwischen kennengelernt? Drei, ne? Mit dem, glaube ich. Ja, mit dem zusammen sind es drei. Ja, das spricht doch dafür, dass das Spiel schön groß wird, wenn wir allen begegnen. Mhm. Keine Ahnung, ob wir allen begegnen, aber wäre irgendwie lustig. Ich habe meinen Pogo-Puschel gekillt. Ich würde auch gerne wissen, was sie so für Erfahrung bringen. Komm, wir gehen nochmal ins Menü, weil es gerade so viel Spaß macht. Ob es irgendwie so Status gibt? Befinden? Tatsächlich. Für den nächsten Level 295. Okay. Krasse Mana-Kraft von 1. Krasse Sache. Ne? 295, also gucken wir jetzt mal und killen. Ja, gucken wir bei dir auch mal, genau. Du Mist, 542. Ah. Das hat ja 295, ne? Mhm. Gut, schauen wir mal, was das Vieh bringt. Gut, es ist tot. Und. 4. Soll immer ein etwas, könnte weniger sein. 1. Kann auch gar keine Erfahrung mehr geben. Oh ja. Ja. Man merkt aber schon, dass wir ordentlich reinhauen. Dass ich ordentlich reinhaue inzwischen. Das 71. War ich. Bam. Mach mal lieber zu deiner Sicherheit die Truhe auf, indem ich mir selbst weg auf den Kopf haue. Ich mach uns reich. Gold. Ist doch schön. Kevin. So, sind wir hier schon mal lang gegangen? Ja. Wir sind sicher irgendwann mal hier lang gegangen, ja. Warum gehen wir eigentlich nach rechts? Das war irgendwie dumm, oder? Keine Ahnung, wir sind die schlechteren Gegner. Ja, aber im Schloss werden wir schneller aufsteigen. Teddys Waffenlevel ist gestiegen. Wirst du doch um oder willst du es behalten? Nee. Oder weißt du noch, was du bisher gelevelt hast? Ich muss die Axt noch auf Level 2 bringen. Haben wir schon eine Mana-Axt? Nee, ne? Mhm. Nur Bogen könnte ich noch machen. Kannst du noch machen. Wenn du willst. Nö, nicht wirklich. Dann steige ich doch wieder um auf dein Killerschwert. Ja. Ich stehe irgendwie auf das Schwert. Rennen. Das sieht doch toll aus hier im gleichen. Nein, da ist der Baum. Im Gleichschritt. Ja. Im Gleichschritt, Marsch! Kevin stimmt wieder vor. Natürlich, Kevin. Was würden wir nur ohne Kevin tun? Er, sie, es. Ach ja. War die beste Wahl unseres Lebens. Natürlich. Wie Kevin zu Kevin. Nehmen. Seitdem gab's auch, keine Abonnenten mehr. Aber es ist keiner abgesprungen, also können wir eigentlich mit Sicherheit behaupten, es ist kein Kevin unter den Abonnenten. Oder zumindest nur Kevins, die Spaß verstehen. Natürlich.
Ja, hab ich eh gesagt. Kevins, die uns abonnieren, die gelten da nicht. Die sind was ganz anderes. Natürlich, die haben uns ja abonniert, also sind sie cool. Die sind kein Standard-Kevin. Also eigentlich haben sie ja nur dich abonniert. Du bist ja hier eigentlich der Let's Player. Ich bin ja nur so das Anhängsel. Ich warte auch nur, bis du keine Lust mehr hast, um dann richtig durchzustarten. Ja, dann machst du ein paar MKW-Videos und dann mag dich auf einmal jeder, ne? Sehr lustig. Das Testvideo, das ich hochgeladen habe, hat irgendwie dann die meisten Kommentare bekommen. Da macht man sich schon Gedanken. Oh Gott, unsere Let's Plays. Ja, da macht man sich ziemlich Gedanken, dass deine Abonnenten so eine ganz bestimmte Gruppe sind. Ach ja. Platz. Ich weiß auch, wo die alle herkommen. Ich auch. Wobei nicht ganz alle. Aber etwa 95%. Ja. Obwohl, ich weiß gar nicht. Ich hatte ja schon, bevor wir diesen Let's Play-Kram hier angefangen haben, so ein paar gehabt. 13 waren es, glaube ich, ne? Ich glaube sogar um die 20. Quatsch, 13 klingt besser. Eigentlich hatte ich gar keinen. Ah, 45 Abonnenten? Ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Vor allem. Waren das eigentlich. Wären das eigentlich. Ach, egal. Egal. Oh, ich kann mit der Axt auch. Ich komm nicht dran! Ja, ich will ja auch nach und nach die Dinge abarbeiten. Ja, ich arbeite sie jetzt auch nach und nach ab. Das freut mich. Das machst du toll. Aber ging's da eh nicht? Ja, hier ging's eh nicht weiter. Ach ja, ist das super. Schön. Ich bin eine aufgeladene Waffe und kein Gegner. Ich habe mich richtig drauf gefreut, heute wieder zu Let's Playen. Das ist irgendwie so ein nettes kleines Hobby geworden. Ja, gibst du, du hast mich vermisst. Dich? Klar. Quatsch. Das war jetzt mal gerade voll verschwendet. Hallo, ich bin der einzige Grund deiner Existenz. Boah, ich bin dein Papi. Was? Klar. Okay, du bist älter. Kennst du es nicht? Aber, ne? Ich kenn's. Da würde jetzt so nicht. Eine Star Wars-Referenz so schön passen, aber. Naja. Okay, auf welche Situation sprichst du da an? Ja. Ich bin dein Vater! Ja gut, das kenne ich schon, aber das hat jetzt für mich nicht so ganz danach geklungen. Ich glaube, wir sollten hier einfach mal reingehen. Nein, ich will ihn hauen! Du schaffst das nicht, du stirbst nur wieder. Wobei, das hat nur ich... Nee, Kevin hat Schaden genommen. Ja, ich glaube, wir versuchen, dass Kevin... also ich will nicht sagen, aber ich finde, wir sind mit Abstand die besten Let's Player überhaupt. Kommst wenn du so andere mal anguckst... Jetzt lass wieder auch mal jemanden am Leben. Kevin ist mit 38 Schaden gekillt worden. Sau lustig. Aber weißt du was? Machen wir noch eins. Okay, warum? Achso, er musste erst zum Geist werden. Natürlich. Sein Körper muss verrotten. Jetzt ist er hinüber. Finde ich auch schön ausgedrückt. Hinüber? Das sind alles so Beschreibungen, die ich sonst noch nie im Spiel gehört habe. Erledigt ist für mich immer noch tot. Hey. Okay, sie ist ich glaube, ich bin mit der aufgeladenen Waffe rum, finde keinen Feind. Kevin? dieses Kind, ey. Das ist unglaublich. Kann man die nicht irgendwie wieder loswerden? Ich fand eigentlich irgendwie immer, wir kamen zu zweit ziemlich gut zurecht. Ups, sorry. Naja, vielleicht wird er nochmal nützlich. Wenn du das Gebiet wechselst, wird deine aufgeladene Waffe zurückgesetzt. Schrecklich. Oh, Truhe. Komm, Kevin, mach du mal auf. Wieder Geld. Ach, das ist schön. Links, oder? Ich würde sagen, im Schloss wird es am schnellsten gehen. Mit den komischen Wolfszerschnitten da. Da werden wir aber auch am öftesten draufgehen dann. Na gut, wir haben ja... Normalerweise sucht man sich ja zum Leveln Dinge, die man sehr schnell kaputt kriegt. Wir kommen ja durch. Und dann gehen wir einfach nur in den Raum vor dem Wucherkater, hieß er, glaube ich, ne? Raffi, der Wucherkater oder so. Ach, der Wucherkater? Ja. Ich dachte gerade, du meinst das Miezekätzchen. Nee, das fand ich nicht so angenehm. Ja, bei dem könnte man sich dann ja billig wieder mit Bonbons und sowas eindecken. Ups, da ging's nicht lang. Ja. Ist übrigens lustig, wie die Wolken extrem schneller werden, wenn man sich bewegt. Auch wenn das jetzt eigentlich gar nicht so viel ausmachen sollte. So ein Schritt. So im Stehen ist das ganz langsam und auf einmal... Zack. Was? Lustig. Ja, guck mal, die Wolken werden noch schneller, wenn man sich bewegt. Für mich haben die gleiche Geschwindigkeit, wenn ich hier durch die Gegend laufe. Höchstens, wenn das Bild mal ändert. Und dann ja, gut, aber das liegt das daran, dass wir die Position wechseln. Ich hab's inzwischen auch gereicht. Bonbon ist zu viel. Supi. Warum habe ich das eben gekauft? Weißt du, hätten wir wieder 10 Goldmünzen sparen können. Das ist echt. Ja, dass du immer so unnötig Geld aus dem Fenster schmeißt. Ich weiß. Das ist unglaublich. Das geht mir immer so. Ich kaufe mir ohne Ende Sachen. Ich hab ja jetzt schon wieder hier ein neues Aufnahmegerät gekauft. Meine Güte, das ist ja. Oh, cool. Ist ja fast schlimmer als ich. Quatsch.
War ich nicht der Lanzenhaini? Ich glaube ja. 38 Damage, schon geil eigentlich. Mhm. So, was haben wir denn noch? Oh, eine, zwei Fledermäuse, böse Fledermaus. Jo. Was bist du? Ballonier? Ich spiele benebelt. Ist auch cool. Wieso assoziiert man mit benebelt sein einen Ballon halten? Weiß nicht, vielleicht ist es nur schlecht übersetzt. Wäre irgendwie mal interessant, Japanisch zu können und das im japanischen Original zu spielen. Wollte ich nicht mal anfangen, Japanisch zu lernen? Ja, try, ist okay. Gut, ich wollte schon vieles anfangen. Richtig. Soll ich vielleicht mal irgendwas fertig machen? Und zwar nicht nur mich. Ich habe perfekte... Oh. Es wird wieder auf hohem Niveau gedisst hier. Kennst mich doch. Also perfekt, da haben wir doch fertig gemacht. Ja, ich schon wunderlich. Das hat so wehgetan, deswegen will ich nicht das gedacht, nie wieder machen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das Spiel jemals durchbekommen. Nee, vor allem hatten wir doch wirklich Momente. Wir gehen mal weiter. Wo wir gedacht haben, so, das Level haben wir jetzt wie oft versucht. Zum Beispiel, als 35. einfach mal die Aufnahme abgekackt ist, da hatten wir auch ewig rumprobiert. Ja. Da war es nicht schlimm, dass es dann weg war, aber da denken wir echt, das schaffen wir nie im Leben. Und auf einmal ging es doch. Und also doch, irgendwie treffe ich nicht mit aufgeladenen Attacken. Ja, das ist irgendwie wirklich schwer. Vor allem hier sind mit einem Stoß 70 Schaden. Ja, 70, 40. Ja, wenn ich mal die zahlen könnte. Nein! Hat wohl jemand in der Schule nicht aufgepasst, hä? Merkt euch, Kinder, in der Schule aufpassen ist wichtig. Dann kann man auch Zahlen lesen. Richtig, dann wird euch nämlich was Besseres als aus uns. Das sind komische Leute, die viel zu alt für Videospiele eigentlich sind. Quatsch. Man ist nie zu alt für Videospiele. Okay, er nimmt Kraftwasser, dann hau ich zu. 77, das ist schön. Und ist er weg. Nein, aber fast. Ja, und Level 10. Siehst du mal, wie schnell das hier geht auf einmal. Wie schön, dass du Level 10 erreichst, wenn ich den Gegner kille. Das ist Teamwork. Ist das geteilte Erfahrung? Ja. Ja? Okay. Kraftwasser Level 0. Och komm, jetzt heilen die Pilze schon. Ich geh den Pilz kaputt machen. Tu es. Der ewige Kampf gegen die Chlamydien. Nein, du bist scheiße. Wer, ich oder der? Nein, das Vieh. Ja, du sowieso, das muss ich ja nicht mehr erwähnen. Haha. Ah, wie nett du heute wieder bist. Ich glaube, das wird heute so ein richtiger Diss-Tag. Das ist okay. Warte mal, erstmal hier den Herrn Böser Wolf. Ja, du kommst da dran, ich nicht. Und drauf. Schön. Es wird hier nicht registriert. Warum wird das nicht registriert? Ich find's so unfair. Kevin. Warum? Warum nur Kevin? Wow. Warum? Kevin killed. Was? Kevin killed? Kevin Costner? Nein, Kevin Killer. Kevin Costner. Ich mag Kevin Costner. Boah, ich weiß, glaube ich, in etwa noch, wie er aussieht, aber welchen Film hat er mitgespielt? Und Postman zum Beispiel. Nicht gesehen. Von den Kritikern zerrissen, aber für meinen Geschmack immer noch ein ziemlich guter Film. Waterworld. Genau. Genauso ein postapokalyptischer Film, der von den Kritiken zerrissen wurde. Und dafür wird er aber jedes Jahr dreimal auf RTL 2 gezeigt. Ja, das könnte eventuell daran liegen, dass auf RTL 2 vorwiegend Scheiße läuft. Echt? Warum weiß ich, was auf RTL 2 läuft? Verdammt. Ja, hast dich geoutet, ne? Ja, früher als kleiner Knirps, vor ein paar Jahren, hast du noch diese lustigen Anime-Serien gelaufen. Hat das, glaube ich, jeder geguckt. Natürlich. Da gibt es eigentlich keinen, der seine Schulzeit nicht gemacht hat. Auf RTL 2 laufen auch die ganzen Sci-Fi-Serien. Das stimmt, abends. Auf Pro7 läuft da ja immer dieser ganze Mist. Den sich nur, boah, Alter, ich werde hier gerade voll gedisst, ey. Die sich ja nur gewisse Frauen angucken können. So wie du? Hallo? Nee. Hm? Nur weil ich dann irgendwann Grey's Anatomy gucke, heißt das noch lange nicht, dass ich so einen Scheiß gucke.